Wissen Sie, ich habe ja schon allerhand erlebt, aber was mir neulich passiert ist, das muss ich Ihnen erzählen. Ich bin im Gegensatz zu anderen Knaben nicht für Bummelei zu haben, abends sitz ich immer zu Haus. Denn bei dem sogenannten Abenteuer wird doch nur der Abenteuer, weiter kommt dabei nichts heraus. Aber neulich sah ich eine und die hatte so viel Charme. Da wurde ich gleich um eine Nuance blasser, bums lag mein Prinzip im Wasser und mein armes Herz schlug Alarm. Auf der Terrasse vom romanischen Café, da lernt ich kennen eine süße kleine Fee. Sie kam per Zufall an meinem Tisch vorbei und fragte schüchtern, ist dein Plätzchen noch frei? Auf der Terrasse, da verliebte ich mich im Nu. Sie hob die Tasse und ich lächelte ihr zu. Und seit der Zeit, meine Herren, trink ich so gern täglich meinen Tee auf der Terrasse vom romanischen Café. Auf der Terrasse vom romanischen Café. Im Gartenhaus, da wohnt ein Fräulein Kraus, die hat ein ganz entzückendes Gesicht. Sie liest fast nie ein Buch, empfängt sehr viel Besuch, doch ihre Miete, nein, die zahlt sie nicht. Der Hauswirt kam zu ihr, öffnete die Tür, da sah er Fräulein Kraus im Negligé. Da sprach er kurz und knapp, wohnt deine Miete ab? Doch eine Frage noch, bevor ich geh. Willst du meine süße kleine Freundin sein? Schau, ich bin so schrecklich einsam. Ich möchte doch so gern ein bisschen glücklich sein. Und das kann man nur gemeinsam. Schatz, wie wär's denn mit uns beiden? Schau, ich kann dich so gut leiden. Willst du meine süße kleine Freundin sein? Denn ich bin ja so allein. Musik.
deine süße kleine Freundin sein. Schau, ich bin so schrecklich einsam. Jeder möchte gern ein bisschen glücklich sein, und das kann man nur gemeinsam. Schatz, wie wär's denn mit uns beiden? Schau, ich kann dich so gut leiden. Willst du meine süße kleine Freundin sein? Denn ich bin ja so allein.